Ich freue mich, heute ein volles Haus zu haben. Herzlich willkommen zur ersten Veranstaltung dieses Jahr vom Themenabend Technik Kontrovers mit dem Thema Zukunft, Energie, Wende. Heute wollen wir uns eben unterschiedlichen Aspekten der Energiewende mal anschauen. Wir freuen uns, dass so viele da sind. Ich kann vielleicht kurz zwei, drei Sätze zu dem Institut sagen, an dem wir sind. Das ist das Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse. Hier wird sehr viel Forschung betrieben zu technologischen Entwicklungen. Allerdings nicht aus technischer Perspektive, sondern vielmehr aus einer ökonomischen, ökologischen oder gesellschaftlichen Perspektive. Heute haben wir drei Referenten hier. Zum einen den Herrn Dirk Scheer, ist tätig auf dem Feld der sozialwissenschaftlichen Energieforschung. Den Jens Peters, er arbeitet zu Batterietechnologien. Und den Herrn Dominik Ponset, er arbeitet auf dem Feld der innovativen Verfahrenstechnik, unter anderem eben zu Power-to-X-Technologien. Hier ist auch noch die Folie da und Sie haben alle den Zettel hier bekommen. Wir würden Sie bitten, den kurz auszufüllen, weil wir den auch gleich einsammeln werden. Und wir kommen praktisch auf Ihre Themen, die Sie da niedergeschrieben haben, auch später in der Veranstaltung nochmal zurück. Deswegen wäre es super, wenn wir da möglichst viel Feedback von Ihnen bekommen würden, dass wir das auch mit einbeziehen können in unsere Veranstaltung heute. Mein Name ist Carsten Bolz. Ich werde Sie heute so ein bisschen durch die Veranstaltung führen. Aber natürlich wird der Hauptinput von unseren Referenten kommen. Ich würde dann auch direkt überleiten zum Dirk Scheer. Er wird eine Einleitung geben oder eine kurze Einführung geben in das Themenfeld der Energiewende. Ja, vielen Dank, Herr Carsten. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Energiewende bewegt, wenn ich mir zumindest das volle Haus anschaue, das ist auch gut so. Ich würde in der ersten kurzen Einführung Ihnen ein paar Takte zur Energiewende und das heißt ein Stück weit auch zur deutschen Energiewende darlegen. Was ist das Problem? Wir haben in der Tat ein Energieproblem, weswegen wir in der Folge sozusagen auch eine Energiewende haben. Ich habe das versucht, mal anhand von zwei Grafiken darzustellen. Sie sehen auf der linken Seite sozusagen den weltweiten Energieverbrauch, einerseits auf der historischen Ebene, das sehen Sie in den weißen Balken, abgetragen von 1980 bis 2004. Die blauen Balken prognostizieren. Die blauen Balken sagen ein Stück weit die Zukunft voraus und Sie sehen, es geht stetig nach oben. Es geht stetig nach oben von 283, ich lasse jetzt mal sozusagen den Wert beiseite, bis 700. Das heißt, es wird prognostiziert bis 2030 und das sind immerhin nur noch 12 Jahre mehr als eine oder fast eine Verdreifachung. Das ist die eine Seite des Problems und wir haben auf der anderen Seite den Bezug zum Klimawandel. Dort sehen Sie im Prinzip Technikfolgen der Energieproduktion, der Energieherstellung des heutigen Systems, basierend auf fossilen Energieträgern. Wir haben hier ein Stück weit physikalische Werte abgetragen. Das sind diese relativ bekannten PPMs. Sie werden es vielleicht mitbekommen haben. Bei 380 PPM sind wir im Normalbereich des Klimawandels. Wenn wir darüber hinausgehen, wird es warm. Und zwar nicht nur warm, es wird stürmisch. Es wird nass, wir bewegen uns in einer unkomfortablen Zone. Das ist sozusagen die andere Seite des Problems. Wenn wir diese beiden Tatbestände nicht hätten, hätten wir keine Energiewende. Die ganzen Anstrengungen der letzten 10, 20, 30 Jahre in Deutschland, aber auch weltweit, konzentrieren sich im Prinzip auf diese Problematik. Was sind die Antworten darauf? Zum einen eine Art Entkopplung des Energieverbrauchs vom Wachstum. Auf Wachstum wollen wir nicht verzichten. Das heißt, wir müssen auf das linke Bild bezogen versuchen, effizienter zu werden, bei Wachstum, bei mehr Leistung effizienter zu sein. Auf der anderen Seite, und das betrifft das rechte Bild, wir brauchen eine Entkopplung der Energieproduktion von den CO2-Emissionen.
Das heißt schlichtweg, wir brauchen eine Effizienzrevolution und wir brauchen eine erneuerbare Revolution. Was sind die Antworten der bundesdeutschen Regierung darauf? Es gibt ein Energiekonzept der Bundesregierung aus dem Jahr 2010 und sie hat sozusagen prognostisch für die Zukunft spezifische Ziele für die deutsche Energiewende festgelegt. Das ist zum einen eine Reduktion der CO2-Emissionen, also wieder Bezug auf das rechte Bild eben, um 80% bis zum Jahr 2050. Weitere Forderungen gehen in diese Richtung, dass man sagt, in Richtung 95%. Das betrifft beispielsweise das Pariser Klimaabkommen. Weitere Zielsetzung ist im erneuerbaren Bereich, also das EE, Erneuerbare, das sind Wind, Wasserkraft auch, Solar, Photovoltaik. Hier strebt die Bundesregierung bis zum Jahr 2050 eine Erhöhung um 80% an im Stromverbrauch und 60% im Anteil des Endenergieverbrauchs. Das heißt, zum Strom kommt hier die Mobilität und auch die Wärme hinzu. Effizienzziele im Primärenergieverbrauch bezogen auf 2008 wird angestrebt bis zum Jahr 2050 eine Reduktion um die Hälfte, um 50%. Wärmebereich, auch hier Effizienz, minus 80%, ebenfalls bis zum Jahr 2050. Im Verkehr, Endenergieverbrauch minus 40. Und hier hat man auch in den Pfad der Elektromobilität ein Stück weit eingeschlagen, mit den Zielsetzungen 1 Million E-Fahrzeuge bis zum Jahr 2020, in Klammern nicht zu schaffen, und 6 Millionen bis zum Jahr 2030. Was heißt das ein Stück weit strukturell für das Energiesystem? Was ist eigentlich die Transformation des Energiesystems, wie es sich auch an den Zielen der Bundesrepublik oder der Bundesregierung ein Stück weit niederschlägt? Wir haben versucht, hier das mal ein Stück weit schematisch aufzutragen. Sie sehen in dieser ersten Hälfte die Gegenwart oder auch ein Stück weit die Vergangenheit. Wir haben dort die drei prinzipiellen Energiesektoren. Das ist Strom, Haushaltsstrom für die Waschmaschine. Das ist der Wärmebedarf, Energieverbrauch im Haus für die Heizung und wir haben den Verkehrsbereich. Das sind in der Vergangenheit oder jetzt auch ein Stück weit noch in der Gegenwart vornehmlich getrennte, separierte Sektoren. Wir haben im Strombereich derzeit den Schwerpunkt auf Kohle, Braunkohle, Steinkohle, auf Erdgas, ein Stück weit auch auf Öl, wenn auch zum geringen Teil, und dann Atom noch in Deutschland, sowie zunehmend auch die Erneuerbaren, die derzeit bei, ich glaube, 35-38% derzeit sind. Im Wärmebereich haben wir eigentlich Gas. Ein bisschen Biomasse, wenn Sie an Kohleöfen denken, aber vordergründig im Prinzip Gas. Im Verkehr ist es Mineralöl. Wenn wir nun in die Zukunft gucken, wird sich eine Integration dieser Sektoren aller Wahrscheinlichkeit nach abspielen. Was Sie einerseits sehen, und das ist das ganz linke Schaubild der ersten Folie, nämlich Kohle, Gas, Atom und Erneuerbare grün zu machen. Wir brauchen, das ist das rechte Schaubild, sorry. Wir brauchen CO2-freie Energieträger in der Zukunft, um diese Ziele mit minus 80% und so weiter zu erreichen. Das heißt, wir müssen in diesem Anbieter, in diesem Energiebereitstellungsbereich umstellen auf nahezu 100% CO2-frei. Das können Sie machen mit Erneuerbaren, das ist bekannt. Sie können es machen mit Atom, das ist bekannt, aber ungeliebt und für Deutschland keine Option mehr. 2022 werden wir aussteigen. Sie können es aber auch machen mit Kohle und Gas. Da haben wir die sogenannte CO2-Sequestrierungstechnologie oder CO2-Speicherungstechnologie. Dahinter steht die Idee, die CO2-Emissionen, die hier stattfinden werden, einzufangen und unterirdisch einzuspeichern. Also diese Option hätten wir auch. Wenn wir weitergehen und diese beiden Schaubilder ein Stück weit mal vergleichen, haben wir es mit dem Paradigmenwechsel zu tun. Dieser Paradigmenwechsel heißt in der Fachsprache, Erzeugung folgt Last. Erzeugung meint hier Strom oder Energieproduktion, die Energieerzeugung. Last meint den Verbrauch. In der Energiewirtschaft spricht man von der Lastkurve.
Das heißt, die Erzeugung folgt dem Verbrauch. Wenn ich viel heize, wird das Kohlekraftwerk angeschmissen. Etwas salopp gesagt. Das war ein Stück weit die Vergangenheit. Wenn wir umstellen, insbesondere auf diesem Bereich, Erneuerbare, und das ist in Deutschland Photovoltaik und Wind, haben wir es mit volatilen, sogenannten volatilen Stromproduzenten oder Energietechnologien zu tun. Das heißt, die erzeugen, wann sie wollen, sage ich mal, und können sich nicht nach der Last richten. Das heißt, hier brauchen wir eine Umkehr. Der Verbrauch muss sich sozusagen nach diesen volatilen Energieträgern richten. Wir haben zum Zweiten eine Verschränkung auf der rechten Seite, also sozusagen diese Verbrauchsseite, während wir oben eine sehr stark getrennte Separierung dieser Sektoren hatten, wird es in der Zukunft zu einer Verschmelzung, zu einer Integration verschiedenster Sektoren bzw. dieser drei Sektoren kommen. Strom ist dabei sozusagen der Backbone, ist das Rückgrat, was auch in die Wärme reingehen soll und was auch über E-Mobilität beispielsweise in den Verkehr gehen soll. Ich habe versucht, Ihnen das mal anschaulich zu machen. Das ist ein Bild, was im Internet sozusagen in Echtzeit dargestellt wird von der Agora Energiewende in Berlin. Das ist Stromproduktion, Stromerzeugung und Stromverbrauch der letzten Woche bis heute. Sie sehen hier 5. April, 6., 7., 8. und so weiter. Die Prognose auf heute, weil ich es gestern runtergeladen habe, ist dort rechts zu sehen. Das heißt, dass da ist ein echtes empirisches Bild über den Stromverbrauch, gestaffelt nach den einzelnen Erzeugungsträgern. Sie sehen hier farblich konventionelle Kraftstoffe, das ist dieser Bereich. Sie sehen Solar, das ist der gelbe Bereich, Wind onshore, offshore, das sind diese Bereiche. Die rote Linie ist die Verbrauchslinie. Das heißt, das ist das, was wir aggregiert in Gesamtdeutschland über die letzte Woche verbraucht haben. Ich möchte auf zwei, drei Punkte nochmal im Einzelnen eingehen. Sie sehen hier diesen Bereich gelb, das ist Photovoltaik, Solar. Und Sie sehen diesen blauen Bereich, das ist dieser Balken, das ist Wind onshore. Und was Sie sehen, ist die Volatilität. Sie sehen, dass das nicht gleichbleibend ist. Sie sehen, dass das im Prinzip Schwankungen unterliegt. Das ist relativ leicht erklärbar. Gelb ist Tag. Am Berg zumindest, da wo gelb im Tal ist, ist Nacht. Das heißt, es gibt keinen Sonnenschein und es gibt keine Stromproduktion über die Photovoltaik. Was wichtig ist, dass diese beiden volatilen Erzeuger im Prinzip den Berg bilden. Und da haben wir im Prinzip diese Berg-Tal-Bewegung, die wir auch in der Verbrauchskurve haben. Sie sehen diese rote Linie hier, auch dort haben wir Berg und Tal. Und zwar Berg, dann wenn wir in Deutschland um 12 Uhr essen gesamt, Tal, wenn wir nachts um 12 schlafen. Die Herausforderung ist nun, Berg und Tal zusammenzubringen. Und wenn wir diesen erneuerbaren Anteil der Volatilität weiter erhöhen, wird der Berg steigen. Noch sehen Sie, dass die rote Kurve sozusagen innerhalb der Gesamtproduktion ist. Wenn wir Erneuerbaren weiter ausbauen, wird diese Kurve eventuell nicht mehr in der Gesamtproduktion liegen. Ein weiterer Befund, Sie sehen im Bereich Windenergie onshore, wir hatten die letzten drei Tage eine Flaute. Ja? Das heißt, wir können uns auf die stetige, selbst Wellentalproduktion von Erneuerbaren nicht verlassen. Die Sonne kann mal weniger scheinen und der Wind, was Sie hier sozusagen in den letzten drei Tagen sehen, kann sozusagen als Flaute daherkommen. Und wir haben noch einen Umstand. Wir hatten, muss ich gerade schauen, 8. April um 14 Uhr mehr Verbrauch als wir, Stromverbrauch, als wir in Deutschland sozusagen über unsere eigene Produktion, Stromproduktion herstellen konnten. Das ist im gesamteuropäischen System kein Problem, weil dann kommt der Strom vom Ausland, wir müssen importieren. Aber es ist ein Umstand, der immer öfter auftreten kann. Er ist selten, aber er kann auftreten. Gut. Systemische Vernetzung der Energieträger, das ist das, was ich mit der Sektorkopplung angesprochen habe. Die Sektoren wachsen zusammen, Wärme, Verkehr und auch Strom wachsen in der Zukunft zusammen über diese Volatilität der Erneuerbaren.
Wir haben eine Integration von Infrastrukturen, wenn Sie an beispielsweise digitale Smart-Netze denken. Das heißt, das Stromnetz wird zusammenwachsen mit der sogenannten I&K-Infrastruktur, mit Digitalität, mit Smartness. Wir werden auch mit neuen Akteursrollen zu tun haben. Ihnen ist wahrscheinlich auch, vielleicht haben wir auch einige Photovoltaikbesitzer hier im Plenum im Saal sitzen. Sie sind gleichzeitig Produzent, speisen ein ins gesamtdeutsche Netz und verbrauchen selbst. Hier haben wir es mit sogenannten Prosumern zu tun, also Twitter-Figuren, Twitter-Akteursrollen in diesem Bereich. Soziale und politische Akzeptanz ist ein ganz relevantes Thema, denn selbst auch die Erneuerbaren haben keinen Freibrief der gesellschaftlichen Akzeptanz. Was das Ganze leicht kompliziert ist, wie die Zukunft konkret aussieht. Ich habe versucht, Ihnen hier ein Stück weit mal ein Portfolio möglicher Technologien dieses Zukunftsenergiesystems aufzutragen. Und Sie sehen eine Vielzahl von Listen und Sie sehen eine deutlich unvollständige Liste. Ich will mal schnell durchgehen, welche Optionen es gibt, sozusagen Tal und Berg über eine Flexibilität zusammenzubringen. Also Verbrauch und Erzeugung mit dieser neuen Volatilität auszustatten. Flexible Kohle-Gaskraftwerke. CO2-Sequestrierung, also die Speicherung von CO2 im Untergrund, um Kohle und Gas sozusagen grün zu machen. Atomkraftwerke, Kernfusion, Wind, Onshore, Offshore, Photovoltaik, Biomasse, Wasserkraft, Geothermie. Auf der anderen Seite Speicher, Kraft-Wärme-Kopplung, Brennstoffzelle und so weiter. Wir haben eine Vielzahl von Technologien, die möglich sind. Und wir wissen, und auch die Bundesregierung und auch die Wissenschaft weiß noch nicht ganz genau, wie die Zukunft konkret aussieht. Der Fokus der beiden folgenden Impulse, ich muss mich beeilen, liegt dort oben. Kollegen werden Ihnen zum einen über die Batterie und zum anderen über die Power-to-X-Technologie gleich berichten. Und das heißt, wir werden uns thematisch darauf konzentrieren. Vielen Dank. Ja, Dirk, vielen Dank für die Einführung in die Facetten der Energiewende und auch Problemstellungen, die mit der Energiewende einhergehen. Ich denke, es wurde sehr schön deutlich, wie eben diese Ziele der Bundesregierung praktisch so als Ziel dastehen, aber eben auch noch nicht ganz klar ist, wie es denn erreicht werden sollen. Und hier gibt es eben ein ganzes Sammelsurium an technologischen Möglichkeiten, dies zu lösen. Und heute wollen wir uns eben genau zwei solcher technologischer Lösungen anschauen. Das heißt, wir hören jetzt zwei Impulsvorträge zu zwei Technologien. Danach machen wir eine kurze Frage-Antwort-Runde zu technologischen Aspekten. Und danach werden wir uns noch gesellschaftliche Aspekte anschauen, die mit der Energiewende einhergehen, um dann eben die Diskussion zu öffnen. Dankeschön. Ja, auch von mir herzlich willkommen nochmal. Mein Thema sind Energiespeicher, insbesondere Batterien. Ich beschäftige mich mit Umweltauswirkungen verschiedener Batterietechnologien und werde jetzt da ein bisschen mehr im Detail drauf eingehen. Nochmal zurück auf das Thema Sektorkopplung, das der Herr Scheer ja schon angesprochen hat. Wir haben das Problem, wie auch schon gesagt, wir haben eine Transition, einen Wechsel hinweg von einer lastgetriebenen Erzeugung, also ich produziere Elektrizität oder Strom, wann immer entsprechend die Verbraucher angeschmissen werden, hin zu einer nicht kontrollierbaren Verfügbarkeit. Wenn die Sonne scheint, ist Strom da oder wenn der Wind weht. Das kommt noch, ist noch dazu verstärkt, dass das räumlich verteilt ist. Also im Süden haben wir vor allem Sonne, das heißt tagsüber oder im Sommer ist der Strom im Süden vorhanden. Im Winter, wenn mehr Wind weht, im Norden, also in Norddeutschland, wo die Windräder stehen. Das heißt, wir brauchen erstmal große Mengen an Übertragungsnetzen, Kapazitäten, um diesen Strom in Deutschland hin und her zu verteilen. Und an zweiter Stelle brauchen wir Speicher, die uns erlauben, diesen Strom, wenn er überflüssig vorhanden ist, zu speichern und dann im entsprechenden Moment einzuspeisen, wenn wir ihn wieder brauchen. Da gibt es verschiedene zeitliche Aspekte. Also wir sprechen nicht nur über Speichern über Tageszeitpunkte, sondern auch sehr kurzfristige Momente. Also ein großes Beispiel oder typisches Beispiel, Mittagspause oder Fußballspiel mitten in der Pause, steht jeder auf, macht die Mikrowelle an, dann hat man scharfe Spitzen in der Verbrauchskurve, die irgendwo abgefedert müssen. Das sind hohe Leistungen, die da gebracht werden müssen, die auch durch diese Speicher abgedeckt werden müssen.
Nochmal zu dem Thema Sektorkopplung, was, denke ich, der zweite wichtige Aspekt ist. Wir wachsen zusammen. Wir haben nicht mehr einen Stromsektor, einen Wärmesektor, einen Transportsektor, sondern doch die Energiewende ist eigentlich der Haupt, die Primärenergie, die wir jetzt zur Verfügung haben aus erneuerbaren Energien, ist überwiegend Strom. Und aus diesem Strom müssen wir quasi alle diesen Sektoren mehr oder weniger speichern. Dadurch haben wir jede mögliche, ja, sagen wir, Verbindungen hier, wo die verschiedenen Technologien dann in Kraft treten. In meinem Fall die Stromspeicher, die hier direkt am Sektor, am Stromsektor angekoppelt sind. Das wären die typischen, ja, Batteriespeicher, die man vielleicht kennt von der Heimanwendung, PV-Speicher, aber auch in größeren Anlagen. Und sehr interessanter Punkt, und das ist, warum diese Sektorkopplung jetzt gerade bei den Batterien so wichtig ist, der Transportsektor. Das Beispiel Elektrofahrzeuge, das war, denke ich, das haben die meisten mitgekriegt wahrscheinlich, stark auch in der Diskussion, die Umweltauswirkungen von Batterien verbunden mit Elektromobilität, wie stark schlagen da die Batterien zu Buche, was auch ein wichtiger Aspekt ist. Und diese Autos kann man natürlich dann auch wieder verwenden, um Strom zu speichern für Netzpufferung. Also diese einzelnen Aspekte sind nicht mehr zu trennen im Rahmen der Energiewende. Jetzt gucken wir mal in unserem Fall die Batteriespeicher, die deswegen interessant sind, weil sie eben erlauben, Strom direkt ein- und auszuspeichern. Ja, ich muss nicht wandeln, ich muss die Energie nicht umwandeln in andere Energieformen, was immer mit größeren Verlusten verbunden ist, sondern ich kann direkt Strom einspeichern. Um zu gucken, warum, oder einfach mal, sagen wir andersrum gesehen, die Auswirkungen der Energiewende auf dem Batteriemarkt. Wir sehen hier ein ganz massives Wachstum, verschiedene Batterietechnologien, auf die ich noch ganz kurz eingehen werde. Vor allem die Lithium-Ionen-Batterien, die ja ganz massiv am Ansteigen sind, getrieben vor allem durch die Elektromobilität. Wenn wir mal gucken, den Gesamtweltmarkt, hier das Blaue sind die Bleibatterien, die sind immer noch die dominierenden. Bleibatterien kennt jeder aus den Starterbatterien aus den Fahrzeugen, aber auch die bis jetzt überwiegend verkauften Heimspeicher sind auch oft Bleibatterien noch. Wobei sich das verändert, ja, also Lithium-Ionen-Batterien gewinnen hier ganz eindeutig. Wie funktioniert eine Batterie? Ich weiß nicht, ob das allen geläufig ist. Ich gehe auch da nur ganz kurz drauf ein, um da keinen zu langweilen. Es ist grundsätzlich immer das gleiche Prinzip. Man hat zwei Elektroden, ein Elektrolyt und einen Ionenaustausch. Dadurch, dass die Ionen hier von der einen Seite zur anderen wechseln können, entsteht hier eine Spannung, je nachdem, ob die Batterie geladen ist, und ich kann damit Verbraucher füttern. Es gibt verschiedene Typen, aktuell im Rahmen der Energiewende wieder oder auch der Mobilitätswende, Elektrofahrzeuge, die Lithium-Ionen-Batterien. Für stationäre Anwendungen gibt es noch Redox-Flow-Batterien, die etwas mittlerweile veraltet wirken. Denn Bleisäure-Batterien sind immer noch sehr wichtig. Und dann noch, ja, sagen wir schon fast fossile Nickel-Cadmium-Batterien, die vielleicht noch einige kennen von früheren, vielleicht, weiß nicht, ferngesteuerten Fahrzeugen oder sowas. Der Vorteil der Batterien ist, wie schon gesagt, ich kann Strom direkt speichern. Ich muss nicht, habe keinen Verbrennungsprozess, ich muss keine Energie umwandeln, dadurch habe ich eine sehr hohe Effizienz. Aktuelle moderne Lithium-Ionen-Batterien schaffen gute 90%. Also ich kann wirklich über 90% des Stromes auch wieder rausholen, was mit kaum einer anderen Technologie möglich ist. Ich kann hohe Leistung zur Verfügung stellen, was wieder interessant ist für den Aspekt der kurzfristigen Pufferung von kurzfristigen Spitzen. Und ich kann sie sehr gut skalieren. Also ich kann Batterien mehr in den Keller stellen als Heimspeicher oder ich kann sie auch in einer großen Anlage im großen Maßstab aufsetzen. Die Nachteile: die Lebensdauer ist begrenzt, die hat eine bestimmte Anzahl an Zyklen, kannst du eine Batterie aushalten, danach ist sie einfach kaputt, speichert keine Energie mehr. Sie sind teuer und im Rahmen dieser Kostengeschichte der begrenzten Lebensdauer, die Recyclingfähigkeit. Die Batterien brauchen einen Haufen Materialien, Metalle, teilweise seltene Metalle, die mit aktuellen Recyclingverfahren nicht wirklich wieder rausgeholt werden aus den Batterien. Das heißt, es ist momentan eine Wegwerftechnologie. Die meisten Batterien kommen noch nicht zurück, weil sie noch im Einsatz sind. Deswegen ist es noch kein Problem, aber es stellt sich das Problem zukünftig in 5-10 Jahren, wenn die ersten größeren Mengen Batterien zurückkommen, ob wir da eine Recyclingtechnologie haben, um diese ganzen Materialien wieder rauszuholen. Sonst haben wir irgendwo ein Nullsummenspiel. Wir sparen fossile Energie, aber verheizen sozusagen unsere Mineralien, die ja auch endlich sind irgendwo. Typische Anwendungen, um da kurz einen Überblick zu geben, wären hier die schon erwähnten Spitzenlastspeicher. Hier ist ein Beispiel Tesla. Speichert einfach über Tagesspitzen. Also typisch den Sonnenpeak, der wird gespeichert und dann nachts zu günstigeren Bedingungen dann wieder abgegeben. Das funktioniert kommerziell.
Was hier in Deutschland vor allen Dingen angewendet wird, sind Regelleistungskraftwerke. Das bedeutet, die wirklich ganz kurze Peaks nur abfedern. Große Anlagen, die Leistung einfach bringen. Also diese typischen Lastspitzen dann zu abpuffern und gar nicht für langfristige Speicherung gedacht sind. Für den Anwender, für den Heimanwender vielleicht interessant, da die Heimspeicher, da gibt es ganz interessant auch schon Ansätze von Fahrzeugherstellern. Mercedes-Benz stellt zum Beispiel Heimspeicher zur Verfügung mittlerweile. Und solche ununterbrechbare Stromversorgungsanwendungen, also typisch unterbrechungsfreie, genau, also typisch für Krankenhäuser oder Rechenzentren. Die sind meistens noch auf Bleibatterien basiert. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema Sektorkopplung, die Elektrofahrzeuge. Ja. Haben wir hier verschiedene Typen, verschiedene Größen. Jetzt einfach mal, um ein Gefühl zu bekommen, hier für die Größen hier 16 Kilowattstunden bis aktuell 100 Kilowattstunden im großen Fahrzeug. Das sind relativ große Batterien. Wenn wir das vergleichen mit so einem Heimspeicher, die typischerweise 8 bis 22 Kilowattstunden fassen, ist das Fahrzeug eine viel größere Batterie. Also das, jeder hat sich dann potenziell vor der Tür stehen hätte. Das heißt, da stellt sich ganz klar die Frage, warum nicht das Fahrzeug zu nutzen für die Energiespeicherung. Das nochmal ein bisschen ins Verhältnis gesetzt. Was bedeuten 16 Kilowattstunden oder 33 Kilowattstunden? Wenn wir mal gucken, ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland verbraucht am Tag 3,85 Kilowattstunden für den täglichen Bedarf, also Kühlschrank, Kochen etc. Da könnte man sich überlegen, was eine Fahrzeugbatterie ist ja schon ein ordentlicher Wert, wenn man sich das im Verhältnis setzt. Das heißt, man könnte durchaus mit so einem Fahrzeug mehrere Tage seinen Bedarf decken, ja, also mit der Energie, die da gespeichert ist. Oder andersrum ausgedrückt, wenn ich mir Studien angucke, die so den mittelfristigen Speicherbedarf abschätzen, kommt man auf ungefähr 20 Gigawattstunden für 2050 an Speicher. Das wären in Fahrzeugen ungefähr 1 Million Kraftfahrzeuge, was gar nicht so viel ist. Ja. Wenn man diese Fahrzeuge wirklich sinnvoll nutzen würde, um Strom zu speichern. Die Frage ist natürlich, ob der Benutzer das dann auch möchte, ja, dass sein Fahrzeug zur Verfügung stellt, beziehungsweise dann auch geringere Batteriekapazitäten hinterher morgens, oder die Batterie nur halb vollgeladen ist morgens, weil sie eben gearbeitet hat. Jetzt kommt der nächste Punkt, jetzt habe ich eine Animation vergessen, aber das macht auch nichts. Die Umweltauswirkungen. Wir beschäftigen uns ja sehr viel mit Umweltauswirkungen, was sind die Konsequenzen von Technologien, und das ist im Endeffekt auch mein Feld ein bisschen. Batterien müssen ja auch hergestellt werden, das heißt, es ist nicht nur alles positiv, ich muss die irgendwo herstellen, und das sind auch Umweltauswirkungen, die damit verbunden sind. Das ist ein Daumenwert hier aus verschiedenen Studien zusammenkopiert, wenn man sich überlegt, was es an Werten da gibt. Der durchschnittliche Wert, den man so findet, um eine Kilowattstunde Speicherkapazität an Batterie zu produzieren, sind 328 Kilowattstunden Energieinput. Ja, das ist der kumulative Energieinput, das heißt, beinhaltet alles von Elektrizitätserzeugung und so weiter für die Batterieproduktion. Aber es ist durchaus ein bemerkenswerter Wert. Ja. Also wenn ich eine Batterie habe, die durchschnittlich 2000 Zyklen fahren kann, dann komme ich auf 0,16 Kilowattstunden pro Kilowattstunde, die allein schon für die Herstellung der Batterie ja draufgegangen sind sozusagen. Wenn die Batterie entsprechend kürzer hält, ist es natürlich mehr. Ja. Wenn die nur 1000 Zyklen hält, ist es ein Drittel. Das muss man sich irgendwo auch bewusst machen. Das gleiche kann man machen, das gleiche Rechenbeispiel mit den CO2-Emissionen. Ja, im Durchschnitt, die Streuung ist relativ groß, aber der grobe Durchschnitt über alle Studien, die es dazu gibt, sind ungefähr 116 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde Batterie, entspricht ungefähr 50 Liter Benzin. Ja, das kann man dann relativ einfach umrechnen für Elektrofahrzeuge auf Kilometer, dann kommt man auf so 40.000, 50.000 Kilometer, die ein Auto fahren könnte, bis es quasi die Emissionen allein für die Batterieproduktion amortisiert hat. Also ohne auch noch die Stromgestehung mitzurechnen. Für Strom, also für stationäre Speicher, wären das ungefähr 58 Gramm CO2 bei 2000 Zyklen. Kann man wieder rechnen, das ist ganz einfacher Dreisatz. Aber auch da, wir haben aktuell der Strom, den wir jetzt im Netz haben, ungefähr 600 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Für absolut sauberen Strom würde jetzt einer, der mit der Batterie gespeichert wird, auch noch diese 60 Gramm quasi als Rucksack mitbringen. Also das ist nicht auch, muss auch immer berücksichtigt werden bei solchen Abschätzungen. Und zum Schluss das Thema Ressourcen. Der Batteriemarkt ist massiv am Wachsen. Genauso wächst auch der Bedarf an den entsprechenden Metallen. Wir haben hier vor allen Dingen Kobalt, Nickel, Mangan, Kupfer, Eisen, die in den Batterien enthalten sind. Und wenn man das extrapoliert für eine Fahrzeugflotte in 2050 mit einer,
Also das ist jetzt ein sehr optimistisches Szenario von der International Energy Agency für eine sehr hohe weltweite Elektrifizierung. Dann kommt man aber durchaus an Dimensionen, die die aktuellen Reserven übertreffen, ja, insbesondere für Kobalt und Lithium. Das ist sehr viel Glaskugellesen, einfach wie die Entwicklung ist, weiß keiner. Ja. Auch die Elektrofahrzeugverkäufe hier sind sehr viel niedriger als die erwarteten. Aber irgendwann wird man da hinkommen. Ja. Wenn man sich vorstellt, dass die ganze Welt elektrisch fährt, kommt man irgendwo in einen Bereich, wo es einfach dann nicht mehr funktioniert. Also das ist der nächste Nachteil oder der nächste Aspekt, der irgendwo auch immer berücksichtigt werden muss. Um zum Ende zu kommen, Batterien sind eine zentrale Technologie, das denke ich, steht außer Frage. Wir müssen allerdings auch die Limitationen berücksichtigen. Wir haben auch Umweltauswirkungen, die mit diesen Batterien verbunden sind. Und wir haben große Fragezeichen im Bereich, was ist denn der tatsächliche Bedarf zukünftig? Wie können wir das koppeln? Inwieweit können tatsächlich Elektrofahrzeuge diese Speicherkapazität bereitstellen? Inwieweit ist das machbar oder wird auch akzeptiert von den Verbrauchern? Und wie sind die Kosten? Und damit bedanke ich mich. So, ja, hallo auch von meiner Seite. Alle noch an Bord und fit. Zwar viel Information jetzt auf einmal. Ja, ich werde noch ein paar Informationen drauflegen. Ich fange wieder relativ weit vorne an. Wir biegen aber dann relativ zügig ein bisschen anders ab. Ich habe mir ähnlich gestartet natürlich. Ich meine, wir stehen hier auf derselben Veranstaltung und haben mir auch nochmal den Strombedarf angeguckt. Aber diesmal zeitlich, wie er in den letzten Jahren aussah und nicht wie letzte Woche, wie der Dirk. Und man kann eigentlich sehen, der ist seit 1990 noch immer relativ weit gestiegen, bis wir 2008 einen Peak hatten mit 524 Terawattstunden in einem Jahr, die wir in Deutschland verbraucht haben. Dann kam die Krise, aber trotzdem hinterher kann man sehen, insgesamt ist es dann wieder etwas zurückgegangen, was letztendlich ja auf Effizienzgewinne zurückzuführen ist. Ich habe mir dann angeschaut, hier dargestellt, ist relativ klein, wie sich das aufteilt. Und da kommen wir jetzt im Prinzip auch schon wieder zu den einzelnen Sektoren. Wir haben den Verkehrssektor, der im Moment noch ja, recht gleichbleibend und sehr klein ist mit 2%. Dann haben wir relativ groß hier in der Mitte die Industrie in Blau. Und da, wenn man sich nochmal jetzt vor den Stromverbrauch im Tagesverlauf vor Augen führt, ist der ist dadurch gekennzeichnet, dass der relativ gleichbleibend ist über den Tag. Das heißt, da haben wir nicht so starke Schwankungen. Klar, nicht die ganze Industrie produziert 24/7, aber ein großer Industriebetrieb ist eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass er einen sehr gleichmäßigen Stromverbrauch hat. Und diese Berge, die der Dirk uns am Anfang gezeigt haben, sind ganz klar verursacht von Gewerbehandel, Dienstleistungen. Das sehen wir in Gelb. Und durch die Haushalte, die wir grün sehen. Und die sind auch verhältnismäßig ähnlich in der Lastganglinie. Genau, das nochmal so zu meinem Start. Und ja, wie ist das jetzt gelaufen, als wir die Erneuerbaren nicht hatten? Das mache ich jetzt relativ zügig. Und zwar, klar, wir sind ganz klar lastgesteuert und bedienen uns kräftig in der fossilen Energie. Und ich würde gerne aber auf folgende Blickweise einfach nochmal aufmerksam machen, dass ja die fossile Energie letztendlich ein Energiespeicher ist, den wir langsam leer machen. Und das Problem dabei ist, jeder Speicher wird auch geladen, nur in der Geschwindigkeit, wie wir die fossile Energie laden, die ja letztendlich biomassebasiert ist, Kohle, Öl und Erdgas. Das sind ein paar Millionen Jahre, der Pfeil ist noch viel zu groß, ich wollte nur, dass man ihn noch sieht. Und die letzten paar Jahrzehnte haben wir den schon ordentlich angegriffen. Und das heißt, wir können nicht darauf warten, dass der natürlich nachgeladen ist. Wir wollen auch nicht ständig wieder nach neuen Kohlevorkommen graben. Irgendwann wäre Köln dran. Ich fand es jetzt ganz lustig, war im Spiegel in den letzten Tagen. Und das heißt, vom Klimawandel ganz zu schweigen. Das heißt, wir haben uns ja relativ früh schon über erneuerbare Energien Gedanken gemacht. Und ich will jetzt nicht zu viel wiederholen, was der Dirk schon gesagt hat. Das Problem ist, was wir im Moment haben. Wir haben da keinen ernsthaften Speicher dazwischen geschaltet. Im Moment. Klar, kurzfristig hat uns der Jens gerade gezeigt, aber langfristig
und schon gar nicht saisonal. Das heißt, im Sommer, wenn wir sehr viel Solarenergie haben, können wir es im Moment noch ganz schwer in den Winter transportieren, wo wir sehr viel Energie brauchen. Aber trotzdem, der allererste Schritt wäre mal, dass wir folgen unserem Energiebedarf, unserer Energieproduktion. Und da, das ist das, was man Demand-Side-Management nennt. Das heißt, wir kehren das jetzt um. Und da gibt es eine große Initiative, die Copernicus-Initiative von der Bundesrepublik Deutschland gefördert, die das aufgeteilt hat in 4 große Forschungsprojekte, in der wir im ITAS auch sind, in allen 4. Und 2 davon habe ich jetzt mal rausgestellt. Und 1 davon heißt Synergie. Und das beschäftigt sich mit den Beiträgen der Industrie am Demand-Side-Management. Also wie will die Industrie darauf reagieren, den Strom dann zu nutzen, wenn er da ist. Und da zeige ich Ihnen jetzt mal diesen kleinen Trailer, der, wie ich finde, sehr anschaulich zeigt, was wir in diesem Projekt machen. Also alle Partner, nicht nur das ITAS ist lediglich beteiligt daran. Wenn Fabriken Aluminium, Glas oder Papier herstellen, brauchen sie dafür sehr viel Strom und Wärme. Die Industrie verbraucht in Deutschland 40% des Stroms und 25% der Wärme. Bisher kam die Energie dafür meist aus Kohlekraftwerken. Doch jetzt ändert sich daran etwas ganz grundlegend. Die Energiewende bedeutet, dass wir immer mehr Strom aus Sonnen- und Windkraft nutzen. Das Problem? Diese erneuerbaren Energien schwanken stark, weil die Sonne nicht immer scheint und der Wind nicht immer weht. Eine Lösung des Problems könnte darin liegen, die Industrieprozesse an die schwankende Energieversorgung anzupassen. Das Copernicus-Projekt Synergie untersucht dafür die Schlüsselindustrien, wie zum Beispiel die Hersteller von Aluminium, Glas oder Papier, die sehr viel Energie verbrauchen. Die Forscher wollen zuerst herausfinden, wie flexibel die Fabriken überhaupt produzieren können. Ob beispielsweise Aufheiz- oder Abkühlprozesse in der Produktion verstärkt nachts und am Wochenende stattfinden können, wenn in Deutschland viel Energie zur Verfügung steht. Wenn die Stromnachfrage von Haushalten und Industrie besser aufeinander abgestimmt wäre, würde das allen helfen. Dafür entwickelt Synergie eine intelligente Software, die den Unternehmen bei der automatischen Anpassung an die verfügbare Energie hilft. In einer Modellregion wollen die Forscher ihre Erkenntnisse testen. Die Technische Universität Darmstadt und die Universität Stuttgart koordinieren das Projekt mit seinen über 80 Partnern. Wenn Synergie funktioniert, könnten die Energieversorgungskosten und der CO2-Ausstoß in den kommenden Jahren erheblich sinken. Und das nur, weil der Energieverbrauch dann einfach intelligenter gesteuert wird. Erstmal gekauft, oder? Natürlich ist es nicht ganz so einfach, leider, aber es könnte zumindest ein Teil des Ganzen sein. Und die Deutsche Energieagentur hat mal eine Studie gemacht im Vorfeld von dem Projekt und hat sich angeguckt, auch wie sehen denn jetzt die Potenziale aus, in welchen Sektoren sind die Potenziale wie hoch. Das heißt, wie viel Regelleistung können die einzelnen Sektoren, jetzt hier die Haushalte, Gewerbe und Dienstleistungen im Winter und die Industrie, eigentlich zur Verfügung stellen. Und da kam ein sehr überraschendes Ergebnis raus für mich, dass nur aus technischer Sicht die Haushalte das Haus hochgewinnen. Und das liegt aber an einer ganz einfachen Annahme. Und jetzt sieht man mal, wie wichtig Annahmen für Modellergebnisse sind. Die Studie geht davon aus, dass jeder Haushalt sich eine Nachtspeicherheizung einbaut. Also ich habe auch erst mal gelacht, als ich das gesehen habe. Und da kommt es auch her letztendlich. Und deshalb ist es so wichtig zu sagen, das ist technisch. Und ich weiß nicht, wer gerade eine neue Gasheizung in sein Eigenheim eingebaut hat, der wird schnell merken, dass das vielleicht technisches Potenzial ist, aber mit Sicherheit kein wirtschaftliches Potenzial. Weil den Break-Even-Point, den wird man kaum noch erleben. Und deshalb schrumpft das halt enorm zusammen, wenn man das rausnimmt. Und dann kehrt sich das auch um. Ich habe es jetzt leider nicht in der Abbildung.
aber das technische, also wenn man es runterbricht auf das wirtschaftliche Potenzial, dann fällt das private Potenzial auch zurück auf ungefähr 1,5 Gigawatt Regelleistung, die zur Verfügung gestellt werden können. Und die Industrie gewinnt das dann auf einmal mit 3,3 Gigawatt Regelleistung, die zur Verfügung gestellt werden können. Und das liegt ganz einfach an Economy of Scale Effekten. Das heißt, umso größer wird der Kostenhebel. Mal ein einfaches Beispiel aus dem Synergieprojekt. Da wird die Glasherstellung ja angeschaut, wo extrem viel Wärme sehr konstant benötigt wird. Und da werden sogenannte bivalente Öfen angeschaut. Das heißt, die haben zwei Heizsysteme, und zwar ein Gasheizsystem, das ist das klassische, und zusätzlich eine Elektroheizung. Das heißt, die können je nachdem, was gerade sinnvoller ist, umswitchen und so Kosteneinsparungen erreichen. Und das kann sich natürlich für einen großen Glashersteller sehr viel schneller rechnen, als wenn wir jetzt privat alle unsere Heizungen ausbauen. Genau. Nur ist es ja so, das reicht nicht, diese paar Gigawatt Regelleistung, die werden uns sicher helfen und im Moment reicht das auch noch fast, aber das wird nicht ewig so weitergehen. Das heißt, am besten ist es das so, wenn wir immer weiter ausbauen, die erneuerbare Energie, so wie wir es vorhaben, wenn wir es schaffen könnten, irgendwie die ja, fossilen, in Anführungsstrichen muss ich sie jetzt setzen, Speicher selber zu laden. Und das ist, was Power-to-X letztendlich macht. Und zwar Power, in unserem Falle Elektrizität, wandelt etwas um in einen Stoff, den wir gebrauchen können, dieses X. Und zum Beispiel Power to Gas. Das heißt, man würde mit der Elektrizität, die gerade zur Verfügung steht, da ist. Man redet häufig von Überschussstrom. Ich tue das sehr ungern, weil ich finde, dass der ist ja dann nicht überschüssig, wenn wir ihn brauchen, um etwas herzustellen. Dann spalten wir Wasser und stellen Wasserstoff und Sauerstoff her und können so quasi diese Speicher wieder laden. Und dann bildet sich daraus quasi eine weitere Speicheroption aus. Und zwar hier unten ist mal aufgetragen die Stromverlagerungskosten durch Speichern über die Zeit. Und dann sieht man ganz schön den Jens hier mit seinen Batterien, der ist extrem wirtschaftlich, so in den Zyklen dauern zwischen 1 und 10 Stunden, aber danach wird es richtig schwierig, wenn gar unmöglich, deshalb läuft es so aus, da ist die Unsicherheit so ein bisschen mit dargestellt. Dann haben wir Pumpspeicherkraftwerke, die ganz gut mithalten, so bis zu einer Woche, aber dann gibt es auch viele wirtschaftliche Probleme und da fehlt auch so ein bisschen das Potenzial, die im großen Stile aufzustellen. Das heißt, wir sind mit unserem Gas, was wir speichern und entweder rückverstromen oder anders verwenden, schon mal ganz gut. Hier ist jetzt aufgetragen als Kavernenspeicher. Also die werden unterirdisch in Höhlen gelagert, dieses Gas. Genau, jetzt ist aber ein weiterer Trick, das nicht nur als Speicher in dem Sinne zu nutzen, dass es wieder rückverstromt. Das kann wirtschaftlich sein, ist aber relativ ineffizient. Das heißt, der Elektrolyseur hat vielleicht so 40-60%, je nach Bauart, die werden auch schnell besser im Moment. Dann hat man Wasserstoff, dann hat man große Probleme, Wasserstoff zu speichern. Viele wissen es vielleicht. Und dann das Rückverstromen braucht auch nochmal 40%. Dann sind wir schon, ja, ich runde jetzt auf, das weiß ich, bestenfalls bei 20% im Rückverstromungsprozess. Also eigentlich wäre es doch besser, wenn wir mit dem Wasserstoff, der ja ohnehin total unhandlich ist, da noch was anderes draus zu machen. Und dann sind wir wieder bei dem X. Für x beliebige Stoffe, die da möglich sind, weil Wasserstoff ist eigentlich eine super Sache. Wir können mit, wenn wir CO2 noch dazu aus der Luft am besten, können wir zurück zu echten fossilen Energieträgern kommen, also die ganzen Mitteldestillate, die wir so schön brauchen, Benzin, Diesel, Kerosin, oder man kann halt Ethanol, Methanol, Ammoniak herstellen. Und da haben wir ein zweites Copernicus-Projekt, was tatsächlich auch Power-to-X heißt, was ich Ihnen auch noch kurz vorstellen möchte. Unsere Autos fahren mit Benzin aus Erdöl. Auch unsere Häuser heizen wir mit fossilen Rohstoffen. Die großen Mengen, die wir dabei verbrauchen, sind nicht gut für das Klima. Denn sie enthalten sehr viel Kohlendioxid, CO2.
Das trägt dazu bei, dass die Temperatur auf der Erde immer weiter steigt. Die Energiewende ist das größte und wichtigste politische Projekt in Deutschland, um den CO2-Ausstoß zu senken. Das Copernicus-Projekt P2X will herausfinden, wie man das Kohlendioxid sinnvoll nutzen kann, statt es in die Luft zu pusten. Mithilfe von Strom aus erneuerbaren Energien werden die Forscher CO2 mit anderen chemischen Elementen verbinden und so die Energie, die darin steckt, umwandeln. Dafür haben sie verschiedene Möglichkeiten. Sie können erstens gasförmige Rohstoffe wie Kohlenmonoxid oder Wasserstoff herstellen und chemisch speichern, zum Beispiel zum Heizen. Zweitens synthetische Kraftstoffe für Autos produzieren. Und drittens chemische Grundstoffe für die Industrie anfertigen, um daraus Dünger, Schaumstoff oder Kunststoff herzustellen. Power to X ist also von herausragender Bedeutung, um Wind- und Sonnenenergie auch für die Mobilität und den Wärmesektor einzusetzen, die zusammen etwa 80% des Energieverbrauchs in Deutschland ausmachen. Welche Lösung die beste ist, erörtern die Forscher zusammen mit Umwelt- und Klimaschützern. Die RWTH Aachen, das Forschungszentrum Jülich und die Dechema koordinieren gemeinsam über 60 Partner. Fest steht schon jetzt: Je flexibler die Technologie, desto besser ist das für das gesamte Energiesystem. Denn wenn P2X funktioniert, könnte man zukünftig mehr als 90% der Energie aus Sonne und Wind nutzen. Gleichzeitig der Industrie grüne Rohstoffe zur Verfügung stellen. Genau. Ich denke, hier ist eine etwas andere Zeitschiene, als der Jens sie hat, aber letztendlich werden wir darauf zusteuern, dass immer weiter die Sektorkopplung vorangetrieben wird. Es wird immer weiter vernetzt alles mit allen Vor- und Nachteilen. Und Vernetzung und Flexibilität, ich glaube, das sind so die zwei Hauptnachrichten, die wir in den letzten beiden Vorträgen hoffentlich transportieren konnten. Dann bedanke ich mich auch an dieser Stelle. Ja, zu adressieren. Genau, ich würde dann jetzt gern weitermachen mit der Veranstaltung und wir würden uns jetzt nochmal gesellschaftliche Aspekte von der Energiewende und ja, den damit verbundenen genutzten Technologien anschauen. Dafür darf ich das Wort an Dirk Scheer übergeben. Ja, ich würde gerne jetzt in meinem Impuls nochmal auf explizit gesellschaftliche Faktoren oder Facetten der Energiewende eingehen. Wie können wir die strukturieren? Sind Sie betroffen von der Energiewende? Das haben wir in der, sozusagen in der Haustür-Abfrage gefragt. Da werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen. Von meiner Seite ist die Antwort eindeutig ja. Ich denke von Ihrer Seite auch. Ob Sie es wissen oder nicht, werden wir gleich sehen. Es gibt verschiedene Aspekte, die eine Rolle spielen, die sozusagen auch die gesellschaftlichen Akteure, die Bürgerinnen und Bürger ein Stück weit in die Energiewende einbinden. Wir haben es mal versucht, ein Stück weit zu verschlagworten mit Unterstützung einerseits, Nutzung, Folgen und Finanzierung. Das ist noch nicht selbsterklärend, werde aber versuchen, das jetzt in den folgenden Folien ein bisschen auszuführen, was wir damit meinen. Verbraucher und Verhalten, das ist die Nutzung. Das ist die Techniknutzung, auch im Rahmen der Energiewende. Um es exemplarisch ein bisschen aufzuzeigen, Kauf. Energieprodukte, Kauf ist letztendlich eine Beteiligung an der Energiewende. Und das heißt Kauf energieeffizienter Gerätschaften. Es gibt dieses Labeling seitens der EU. Sie kennen diese Skala A bis F. Mittlerweile sind wir bei A++ und so weiter. Also da ist sozusagen gesellschaftlicher Kaufaspekt drin. Stromanbieterwechsel. Interessant ist, wenn wir Umfragen machen unter Bürgern und Bürger, auch die repräsentativ sind, sagen, dass 20-25% der Antwortenden, dass sie Grünstrom haben. Wenn wir auf die Zahlen gucken, wissen wir, dass es nur 3-4% sind. Da fällt sozusagen Wunsch und Wirklichkeit ein bisschen auseinander. Aber Stromanbieterwechsel ist sozusagen Marktmacht. Also Sie können sozusagen aus Eigeninitiative den Stromanbieter wechseln. Sensibilisierung für den eigenen Energieverbrauch. Vielleicht, wenn Sie Auto fahren und gucken auf die Kilometerzahl, wie viel hat denn mein Auto jetzt wieder auf 100 verbraucht? Oder auch auf die Jahresrechnung des Stromanbieters beispielsweise. Im Bereich Verhaltensinnovationen soll heißen, dass wir für die, sag mal, grüne Energiewende uns auch umstellen müssen. Wir müssen ein Stück weit neues, grünes Verhalten lernen.
Und da sind beispielsweise Aspekte teilen statt besitzen, also dieses Sharing-Konzept, mieten statt besitzen. Das kann im Carsharing-Bereich sein, kann aber auch beispielsweise über Anmietung von Energiewerkzeugen sein. Mietfix gibt es bei uns in Heidelberg beispielsweise. Neue Alltagsroutinen, wenn wir eine Dynamisierung von Stromtarifen haben, also am Tag, wo viele Strom brauchen, ist er sehr teuer. In der Nacht, wo ihn wenig brauchen, geht der Anbieter runter. Das heißt, da müssen wir uns umstellen, beispielsweise nachts um 12 waschen, wenn wir nicht gerne tun. Ja, also da muss ich sozusagen auch die Stromwirtschaft auch anpassen an Alltagsroutinen des Bürgers. Der neue Wert Suffizienz wird in der Wissenschaft, gerade in unserem Haus, immer sehr gern diskutiert. Leider findet er sozusagen in der Wirklichkeit relativ wenig Resonanz. Das ist ein Stück weit ein Problem. Es wäre schön, wenn wir da auf diesem Pfad weiterkämen, also die bewusste Einschränkung des Energiekonsums. Nochmal hier mit Beispiel Verhaltensinnovationen, wenn wir auf ein E-Auto gucken, wir werden anders tanken. Wir werden nicht mehr die Zapfsäule haben, sondern wir werden sozusagen ein Stromkabel haben. Da müssen wir uns umgewöhnen. Da müssen wir uns verhaltensinnovativ umgewöhnen. Wir fahren anders. Richtige, ich sag mal, 100% voll E-Autos sind vom Konzept ganz anders zu fahren, was Fahrwerk angeht. Also das ganze Getriebegedöns fällt flach, der Motor fällt flach. Wir haben andere Gewichtsverteilungen. Wichtig auch noch der Bereich Hören. Als Fußgänger. Wir haben ja derzeit sozusagen über den fossilen Verbrennungsmotor, wenn der aufheult, weiß ich, da kommt was, da muss ich aufpassen. Das ist beim E-Auto nicht so. Ja, da müssen wir uns umgewöhnen, sozusagen die Gefahrensignale neu zu justieren. Also da brauchen wir ein Stück weit auch über die Energiewende Verhaltensinnovation. Technik folgen. Ich habe es hier mal in Richtung Umwelt, Gesundheit und Soziales, also diese drei Säulen, auch der Nachhaltigkeit ein Stück weit ausdekliniert. Umweltgesundheit, gut, erneuerbare Energien sind nicht per se umweltfreundlich. Ich glaube, das ist mittlerweile überall angekommen. Es gab so ein Stück weit einen Hoffnungsschimmer, sozusagen als die Atomenergie politisch verabschiedet wurde, dass es keine Akzeptanzprobleme mehr gibt. Da haben wir uns getäuscht. Also da sind sozusagen die Erneuerbaren, insbesondere natürlich mit Wind onshore, also mit Wind auf dem Dach, sehr stark in die Akzeptanzthematik reingekommen. Dezentrale Technologien sind auch nicht per se besser. Es gibt ja auch so einen Paradigmenstreit, sozusagen zentral, dezentral. Und wir sollten alles dezentral machen. Wenn Sie ans Landverbrauch schauen, da steigen die Dezentralen nicht besser ab. Und wahrscheinlich liegt die Wahrheit ein Stück weit in der Mitte, dass wir eine Koexistenz haben von Erneuerbaren und Fossilen auch noch ein Stück weit in die Zukunft. Soziales, das ist eigentlich die letzten 2, 3, 4 Jahre erst so ein bisschen mehr in den Blickpunkt gekommen, fing ein Stück weit in Großbritannien an. Die hat eine Energiearmut-Studie oder mehrere Studien durchgeführt und ist jetzt seit 2, 3 Jahren auch in Deutschland zum Thema in der Politik und in der Öffentlichkeit geworden. Das Stichwort relative absolute Energiearmut oder Stromarmut soll heißen, es werden Stromzulieferungen pro Haushalt abgestellt. Das ist ein soziales Problem. Soll heißen, dass nur noch Reiche oder Mittelreiche sich Strom leisten können. Das kann nicht die Zukunft sein. Also gerechte Verteilung von Kosten und auch der Belastung. Wir haben auf der Anbieterseite sicherlich auch die soziale Frage der geografischen Fairness und Gerechtigkeitsverteilung von Energietechnologien, Erneuerbare. Sie wissen, Bayern hat sich lange gewehrt, was Wind angeht, Baden-Württemberg auch lange, ändern ihre Haltung ein bisschen. Das heißt, der Süden lebt derzeit von Rheinland-Pfalz und Hessen und insbesondere vom Norden, was Wind angeht. Wir haben die Endlagerdebatte, eine 30-jährige Debatte mit sozusagen dem Gorleben-Lager, was mal festgelegt war, jetzt ist man wieder abgerückt, jetzt ist alles wieder offen. Also da stellt sich die sozusagen geografische Gerechtigkeitsfrage ein Stück weit. Finanzierung, Sie bezahlen die Energiewende. Ich denke, das ist kein Geheimnis. Einerseits gewinnen Sie auch, verdienen Sie auch im Bereich des erneuerbaren Eigentums. Ich hatte die Photovoltaik auf dem Dach angesprochen. Also da, wo Sie Besitzer und Produzent sind, speisen Sie ein und kriegen nach alten EEG-Sätzen ganz viel Geld.
Das hat sich mittlerweile leider nicht mehr als gutes Geschäft etabliert. Aber wenn Sie vor 20 Jahren sozusagen gekauft haben, machen Sie gutes Geld. Auch genossenschaftliche Beteiligung an den Erneuerbaren ist ein großes Thema. Die Erneuerbaren sind zu 98% oder 90% in Privatbesitz. Also nicht bei diesen vier großen Energieriesen. Lokale, regionale EE-Initiativen, diese Bioenergie-Dörfer oder autarke Energiekommunen, davon haben wir derzeit 80 in Deutschland und es wachsen, oder es wird prognostiziert, dass bis in 2 Jahren 150 weitere hinzukommen und dann 1% des Strombedarfs decken. Also es ist auch ein wichtiges Segment. Aber auch Bezahler. Und da ist sicherlich das bekannteste die EEG-Umlage, was letztendlich auf der Stromrechnung bezahlt wird, wenn auch nicht auftaucht. Also letztendlich zahlen Sie, zahlen wir alle als Privatstromnutzer über die Stromrechnung, über die EEG-Umlage die Energiewende. Aber nicht nur das, Netzentgelte ist auch ein Bestandteil beispielsweise auf der Stromrechnung. Auch das wird sozusagen für den Netzausbau dann finanziert. Gut. Letzter Bereich, die Akzeptanz, das, was ich Unterstützung oder Technik oder Energiewende Unterstützung genannt hatte, berührt die Bereiche Akzeptanz oder auch Legitimität. Plurale Demokratie, moderne Politik und ich sag mal, die moderne Staatsverfassung in Deutschland beruht auf Legitimität. Wenn Sie sozusagen den Entscheidungsträgern in Berlin Legitimität entziehen, das kann durch Wahlen passieren, es kann durch Protest passieren, dann wird das nicht funktionieren. Das heißt, der Kitt, der sozusagen eine Demokratie zusammenhält, ist die Legitimität seitens des Bürgers an Entscheidungsträger. Da haben wir ein bisschen Probleme und das ist aber eine wichtige Legitimationsressource. Wie kann man Akzeptanz testen? Also wo kommt sozusagen vorhandene oder nicht vorhandene Akzeptanz in der Energiewende vor? Gut, wir haben es im Kauf. Wenn Sie energieeffiziente Geräte kaufen, ist das ein marktlicher Akzeptanztest. Sie können es nutzen oder nicht nutzen. Sie können es kaufen und daheim stehen lassen, nutzen es nicht, dann verweigern Sie da in der Nutzung in gewissem Maße die Akzeptanz. Und im politischen Bereich, das hatte ich eben angesprochen, ist sozusagen über Abstimmung, über Wahlen, verleihen Sie Legitimität, verleihen Sie Akzeptanz an jene, die sozusagen die Energiewende vorantreiben. Oder sie verweigern. Sozusagen im Windbereich beispielsweise ist das eine gezeigte Nicht-Akzeptanz, wenn sie gegen Windaufstellung im Umkreis ihrer Region dagegen protestieren. Das kann man als Akzeptanztest bezeichnen. Wie sieht es empirisch aus? Also seit im Prinzip 20 Jahren, seitdem die Energiewende ein Stück weit aufs Gleis gesetzt wurde, haben wir bei der Gesamtstrategie sehr, sehr hohe Zustimmungsraten. Also da hat sich im Prinzip über Umfragen auch der letzten 10, 20 Jahre kaum was verändert. Wir liegen bei gut 3/4. 3/4 der Deutschen oder der deutschen Einwohner halten die Energiewende für prinzipiell eine sehr, sehr gute Strategie. Wenn wir in Richtung Einzeltechnologien gehen, dann haben wir hier ein Jein. Dann haben wir welche, die sagen, ja, das sind gute Technologien. Und wir haben welche, die sagen, das sind schlechte Technologien. Das ist ihnen auch vertraut. Atomenergie wurde über 30 Jahre mehrheitlich abgelehnt. Diese CO2-Speicherung, diese CCS steht dafür, Carbon Capture and Storage ist die englische Abkürzung, war sehr negativ. Wir hatten vor 10 Jahren eine Initiative, die in diese Richtung wollte, auch seitens der Bundesregierung. Und letztendlich ist diese Initiative aufgrund fehlender Akzeptanz gescheitert. Kohle zunehmend im negativen Diskurs, Kohleausstieg ist ein Thema geworden. Biomasse ist so olala, ne? Da sind viele dafür, viele auch mittlerweile dagegen. Gleiche beim Netzausbau, Solar und Wind ist weiterhin immer noch relativ positiv. Ein wichtiger Punkt ist auch noch der letzte Punkt, was wieder mit dieser Legitimität zu tun hat. Hier geht es jetzt nicht um sozusagen das, was hinten rauskommt. Baue ich oder baue ich nicht die Energietechnologie, sondern um den Entscheidungsprozess. Wie wird entschieden? Und da haben wir zunehmendes Misstrauen aus der Gesellschaft gegenüber Entscheidern. Seien es Entscheider in der Politik oder seien es auch Entscheider in der Industrie.
Gut, kurz zum Fazit. Ich denke, wir können sicherlich sagen, der Erfolg der Energiewende ist ohne Berücksichtigung der Gesellschaft nicht machbar. Über diese vier Facetten, die ich Ihnen versucht habe, ein Stück weit darzulegen, das heißt Beteiligung, finanzielle Beteiligung, Unterstützung, Kauf und auch Gebrauch, das sind elementare Bestandteile, wo Sie als Bürgerinnen und Bürger im Bereich der Energiewende involviert sind. Wir brauchen sicherlich eine stetige Akzeptanzforschung. Wir müssen gucken, wie wir da weiterkommen. Und die Technik zukünftig der Energiewende, also diese Riesenpalette, die ich am Anfang mal aufgemacht habe mit den möglichen Technologien, sind auch ohne sie nicht denkbar. Wir haben hier schon so ein bisschen ein Expertendilemma gesehen. Wir haben so viele Technologien, die möglich sind, und auch in der Wissenschaft ist unklar, in welche Richtung es geht. Zumindest wenn es ins Detail geht. Also wie groß sozusagen der Anteil synthetischer Kraftstoffe ist, wie groß der Anteil der E-Mobilität ist in Zukunft. Das wird je nach Community ganz, ganz unterschiedlich gesehen. Und damit möchte ich mich bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde nur die Gelegenheit nutzen, nochmal auf Ihre Berührungspunkte mit der Energiewende einzugehen und würde meine Kollegin bitten, doch kurz uns einen Überblick zu verschaffen, was denn diese Berührungspunkte sind. Ja, genau. Also nochmal kurz zur Erinnerung. Am Anfang haben wir Sie gefragt, ob Sie bisher Berührungspunkte mit der Energiewende hatten und wenn ja, welche das denn waren. Wir haben das jetzt hier, wie es auch schon in der einen Präsentation am Ende vorkam, eingeteilt in die Bereiche Nutzung, Finanzierung, Unterstützung und Folgen. Und haben herausgefunden, also erst nochmal zurück, dass ungefähr 2/3 von Ihnen gesagt haben, ja, Sie hatten schon Berührungspunkte mit der Energiewende und ungefähr 1/3 jetzt keine konkreten Punkte. Genau. Was wir jetzt gemacht haben mit den bunten Karten, ist, dass wir so Schlagworte, die häufiger vorgekommen sind, einfach mal herausgefiltert haben und da nochmal aufgeschrieben haben, um nicht jeden einen einzelnen Beitrag zu nennen. Im Bereich Nutzung waren das vor allem eigene Beiträge zur Energiewende durch eine Photovoltaikanlage oder durch Wärmedämmung oder aber auch den Umstieg auf erneuerbare Energien. Deutlich wurde da auch, dass sowohl die Effizienzseite, also wie kann Energie effizient erzeugt werden, sichtbar ist, aber eben auch die Verbraucherseite. Das heißt, wie können wir Verbraucher durch unser Verhalten, durch unsere Energienutzung, durch unsere Wärmenutzung dazu beitragen zur Energiewende. Genau. Bei der Unterstützung gab es ganz, ganz viele Punkte über den Punkt Bildung oder Weiterbildung. Das heißt, einige Leute geben hier ein Studium an, ein Praktikum, das mit dem Thema Energie, Energietechnik, Elektrotechnik zu tun hat. Es gab auch aktives Engagement, zum Beispiel eben in Arbeitskreisen, in Arbeitsgemeinschaften, in der Stadtpolitik und sogar eigene Technologieentwicklung hier im Raum. Und dann gab es auch Menschen, die Menschen unterstützen, die die Energiewende unterstützen. Genau, und dann gebe ich über an Max. Ja, also auf der Seite der Finanzierung, da wurde angemerkt, dass es unsicher ist von der politischen Seite, was die richtigen Strategien sind. Will man Gasautos haben, will man Wasserstoffautos haben, will man Elektroautos haben? Das erzeugt eine Unsicherheit und von daher ist es ein Kritikpunkt, der erwähnt wurde. Ein anderer Punkt, der von Ihnen erwähnt wurde, sind die Verteilung der Kosten und Gewinne. Wir haben es ja auch gerade in Wortbeiträgen nochmal gehört. Der einzelne Verbraucher zahlt bestimmte Dinge, andere Leute machen einen Haufen Gewinn damit. Bei den Folgen wurde angemerkt, zum einen der Rohstoffbedarf, Abbau seltener Erden, das ist ein Punkt für die Batteriespeicher. Also da haben wir woanders dann Ökotoxizität. Und auch angemerkt wurde, dass es systemische Folgen gibt, das heißt, wenn ich Solarzellen auf dem Dach habe, Brandschutz ist eine Frage. Auf der anderen Seite brauchen wir eben Stromspeicher und wenn wir die Stromspeicher haben, was kommt dann als nächstes? Also da haben wir dann wieder eine Folgekette, die auch unabsehbar scheint. Ja, soweit die Auswertung der Zettel.